Was ist das? Willkommen, Super Zombie Hagrid. Liebe Schülerinnen und Schüler, heute ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte Hogwarts. Ab heute werden sich sämtliche Feinde unserer Schule für ihre Verbrechen verantworten müssen. Allen voran Miss Hermine Granger, die des Hochverrats schuldig ist. Hi, Professor. Lasst uns ein Zeichen setzen für alle, die es wagen, gegen die Macht Albus Dumbledores aufzubegehren. Hast du Lust, in mein Büro zu gehen und fantastische Tierwesen zu gucken? Ja, das ist eine fabelhafte Idee. Sehr seltsam, immer noch keine Spur von Pottraucher. Vielleicht ist er ja erkältet. Ja, genau, er ist bestimmt erkältet. Danke für deinen tollen Beitrag. Habe ich was Falsches gesagt? Es würde mich nicht wundern, wenn er uns längst wieder einen Schritt voraus wäre. Vermutlich beobachtet er uns schon die ganze Zeit. Also gut, Leute, dann lasst mal hören. Wie sollen wir diese Verräterin am besten bestrafen? Wir schlagen ihr mit dem Knüppel die Zähne aus. Wir lassen sie Bordstein fressen. Wir scheißen ihr ins Maul, trennen ihre Gliedmaßen ab und verfüttern sie an den Basilisk. Ja, genau. Was? Nein, wir köpfen sie. Das ist grausam genug. Oh. Das ist langweilig. Kommt schon, Leute. Ein bisschen mehr Begeisterung, wenn ich bitten darf. Die anderen Sachen waren aber kreativer. Okay, jeder, der hier Spaß hat, kriegt morgen einen Extra-Pudding in der Kantine. Na, wie hört sich das an? Warum sagen Sie das denn nicht? Ja, 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 ein Extra-Pudding. Du bekommst aber keinen. Also schön, Scharfrichter, dann ab mit Ihrem Kopf. Ja, genau. Bringt mir Ihren Kopf. Verpiss dich. Okay, wo waren wir? Ach so, Scharfrichter, köpf die Verräterin. Tut mir wirklich leid, Professor, aber so läuft das heute nicht. Wie bitte? Ich glaube, wir zwei haben da noch was zu klären. Ist das etwa... Lange nicht gesehen, Opa. Harry Pottraucher! Hi, Harry. Harry wer? Harry Pottraucher, der mit dem roten Stuhl. Ah. So war das aber nicht geplant. Nimm das! Ah. Was ist denn jetzt los? Guter Treffer, George. Danke, Fred. Jetzt lass uns die volle Ladung abschießen. So wie bei unserer Schwester. Ah! Lauft, ihr Magen. Rennt um euer Leben. Ich hab mich noch nie so lebendig gefühlt. Hey, auf dem Schulgelände wird nicht gerannt. Was sind das denn für Psychopathen? Keine Ahnung. Lauf einfach weg. Los, Ronald, wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Das gefällt mir nicht, Tom. Egal, gib mir völlig mehr Gas. Ich mach ja schon. Die sind völlig übergeschnappt. Sie haben doch gesagt, sie hätten einen Plan, Professor. Ja, den hatte ich auch, glaube ich. Bitte helfen Sie mir, Herr Schulleiter. Die geht, nicht anfassen. Toll, wirklich sehr professionell von Ihnen. Holen Sie sofort Hagrid, bevor die ganze Schule in die Luft fliegt. Finden Sie, das ist eine gute Idee, sich jetzt zu betrinken? Halt's Maul und hol Hagrid, du blöde Kuh. Sehr gut, entspannen Sie sich mal. Oh Mann, ich sollte mich hier schleunigst verpissen. Professor! Was? Sie wollen uns doch nicht ernsthaft schon verlassen? Oh, Harry, Tom, schön euch zu sehen, Freunde. Wollt ihr ein Eis? Ich glaube, wir zwei haben noch eine Rechnung offen. Ach, geschenkt, Harry. Schwamm drüber, ja? Jetzt sehen Sie mal, was passiert, wenn man Typen wie mir ans Bein pisst. Los, Harry, bring mich endlich hinter uns. Töten wir den Opa. Nichts lieber als das. Hä? Was ist das? Wer ist denn das, Riesenarschloch? Ich glaube, das ist Hagrid. Hagrid? Ich dachte, der ist einer Überdosis verreckt. Jetzt ist er jedenfalls noch hässlicher als vorher. Wirklich kreativ. Das muss man ihn lassen, Professor. Professor? Scheint, als hätte der alte Mann einen Abgang gemacht. Hey, du, spuck's aus. Wo ist der alte Mann hin? Er ist zum Astronomieturm gerannt. Kannst du mir bitte helfen? Dieser miese Feigling. Boah! Schnapp ihn dir, Harry. Ich kümmere mich so lange um das fette Miststück. Alles klar, bis später, Tom.